Man könnte es ja fast andersrum sagen, dass eigentlich Russland, Putin, derjenige ist, der unsere westlichen Werte verteidigt. Wir tun es ja nicht mehr. Wir haben sie ja schon aufgegeben. Wir lassen es zu, dass jeden Tag so und so viele Dutzende Menschen von irgendwelchen Drohnen ermordet werden. Wir schauen dazu. Wir schauen seit, wie viel sind es jetzt, 12, 13 Jahre, schauen wir zu, dass Menschen seit über 10 Jahren in Guantanamo inhaftiert sind, keinen Prozess kriegen, nichts. Und wir gucken einfach zu und wir sagen nichts dazu. Das ist doch lächerlich. Wo sind denn da bitte unsere Werte, die wir jetzt verteidigen wollen, angeblich gegen Russland? Da kann einem doch der Kamm schwillen. Ja. Ist es denn, Stichwort westliche Werte, finde ich auch noch eine sehr schöne, ja, ich sag mal, Treppenwitz, wenn es nicht so grausam wäre am Rande. Wo sitzen eigentlich die meisten Inhaftierten in der Welt? Das ist ein gutes Ding. Also, da gibt es ganz frische Zahlen. Ja. Die sind einfach nur unglaublich. Es ist so, die USA haben bevölkerungsmäßig etwa einen Anteil von 4% an der Weltbevölkerung. So, von allen Inhaftierten der Welt sitzen 25% in USA in Haft. Das heißt, in den USA sind sechsmal mehr Inhaftierte pro Einwohner als im gesamten Rest der Welt. Das hat, Das glaube ist ich, das ist Vorbild für unsere westlichen Werte. ja, Wollen wir dahin? es gibt, glaube ich, noch eine zweite, ich glaube, jeder dritte Amerikaner. Jeder dritte Amerikaner ist vorbestraft. Ja. Jeder dritte, das muss man sich mal klar machen. Und hier kommt noch eine Weiterung, die in der Regel überhaupt nicht beachtet wird. Wenn man in Amerika vorbestraft ist, dann hat man kein Wahlrecht mehr. Dann muss man erst anschließend sich dieses Wahlrecht wieder kaufen. Das kostet Geld. Und je nach Staat bis zu 10.000 Dollar. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn also 30% der Amerikaner vorbestraft sind, wie viele davon sagen, nö, also die 10.000 gebe ich nicht auf, weil es ist eh scheißegal, wer da regiert. Das heißt Also also, das wäre etwas, wofür ich am allerwenigsten auch in diesem Land hier Geld ausgäbe, wenn richtig, es darum ja? ging, zu wählen oder nicht zu Ja. wählen, weil das sowieso völlig uninteressant ist. Also die USA haben offiziell seit mehr als 10 Jahren jedes Jahr 1.000 Milliarden Dollar Außenhandelsdefizit. Das ist mal ungefähr 3 Milliarden jeden Tag. Da reden wir nebenbei von Griechenland, vergessen wir es. Naja. Ne? So, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Weil aus völlig unbegreiflichen Gründen wird in das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, werden die Einnahmen aus dem Finanzsektor mit eingerechnet, obwohl die mit Produkt überhaupt nichts zu tun haben. Das sind reine Geldgeschäfte, die keiner wertschöpfenden Arbeit entstammen. Und diese Einnahmen, dieser Anteil am BIP, sowohl der USA als auch Englands, liegen über 28%. Das heißt, wenn wir jetzt das realistische Und lehnen Außenhandelsdefizit den Casino-Kapitalismus raus aus dieser richtig, Bilanz. dann müssen Ja. wir das Außenhandelsdefizit sowohl von Großbritannien als auch von der USA mindestens verdoppeln. So, und dann sind wir an einer Stelle, die heißt, dass etwa 40% dessen, was die USA, die US-Bürger konsumieren, nicht eigener Arbeit im eigenen Land entstammen. Das ist einfach mit gedrucktem Geld und mit Finanzbetrügereien ergaunert. Um das jetzt nochmal umzusetzen auf eine begreifbare Zahl, in etwa jeder durchschnittliche Haushalt in den USA verbraucht jeden Monat Güter im Wert von 1.000 Dollar, für die im Land der USA kein Strich Arbeit geleistet worden ist. Darüber muss man sich klar sein. Und jetzt kommt noch der Punkt. Wer leistet den größten Anteil daran? Na, Deutschland natürlich. Diese 220 Milliarden Euro, die wir Außenhandelsüberschuss hatten im letzten Jahr, die müssen ja irgendwo hin. Und die sind letztlich, gehen die nach USA. Also ist der Umstand, was einem ja auch hier immer
erklärt wird, dass wir Exportweltmeister und wie großartig das alles ist und welche tollen Handelsgeschichten wir mit den USA haben. Wir bringen die Ware und bringen auch die Kohle, mit der die dann unsere Ware bezahlen. Also es ist ein gigantisches Minusgeschäft und eine gigantische, ich sag mal, Volksverarschung, hier zu sagen, wir sind Exportweltmeister und die Partnerschaft für den USA ist großartig. Das Gegenteil ist richtig. Es ist noch viel schlimmer. Weil diese 220 Milliarden allein des letzten Jahres, die sind auf keinem Konto verbucht. Wir haben seit 1971, 1971 ist ein spannendes Jahr, weil ja da die Goldbindung des Dollar abgeschafft wurde und dementsprechend wurde auch zum Handelsausgleich kein Gold mehr verschoben. Also diese 3000 Tonnen Gold, die Deutschland hat, haben wir ja eigentlich nicht, weil sie liegen ja irgendwo in Geiselhaft in USA oder London oder sonst wo. Aber diese 3000 Dollar sind alle Tonnen, ja, Entschuldigung, sind alle vor 1971 entstanden. Von da an wurden unsere Außenhandelsüberschüsse nicht mehr in Gold verrechnet. Jetzt müsste also die Frage auftauchen, Moment, wo sind denn die eigentlich gebucht? Und diese Frage habe ich der Bundesbank gestellt, vor 2,5 Jahren. Und dann kriegte ich so 5-mal hin und her gemailt, die tollsten Antworten, gucken Sie in die Statistik, lesen Sie die Bücher und Ding, alles Quatsch. Ja, dann habe ich die einzige Frage gestellt, die Sie mir dann, ich habe sie glaube ich ein bisschen wütend gemacht, ehrlich beantwortet haben. Und die Frage hieß, nehmen wir den theoretischen Fall an, dass Deutschland irgendwann in näherer Zeit ein Außenhandelsdefizit erleidet. Könnten wir dann dieses Defizit mit den akkumulierten Außenhandelsüberschüssen der letzten 40 Jahre verrechnen? Und hier kriegte ich die einzige klare Antwort, und das heißt nein. Das heißt, also sämtliche Außenhandelsüberschüsse der letzten 40 Jahre sind im Finanznirwana verschwunden. Und das ist auch der Grund, warum Deutschland keine Währungsreserven hat. China, Nummer zwei als Exportweltmeister, hat um die 5000 Milliarden Dollar Währungsreserven. Russland hat seit Putin da ist über 500 Milliarden Dollar Währungsreserven angesammelt. Deutschland hat keine. Praktisch überhaupt keine. Wir haben gerade so einen kleinen Puffer. Wir sind um das, was wir dort erwirtschaftet haben, was auch letztendlich wir mit unseren Steuergeldern erwirtschaftet haben, werden wir Jahr für Jahr betrogen. Ja, das ist weg. Ist weg, ja. Man könnte das, wie das Gold faktisch auch weg ist. Richtig. Ob das Gold überhaupt noch da ist, weiß kein Mensch. Ja. Weil es ist ja nicht mal erlaubt, dass uns jemand von unserer Regierung dorthin fährt und sagt, ich möchte das Gold mal sehen oder anfassen. Als Martin Hohmann im Bundestag diese Frage gestellt hat, wo denn das deutsche Gold sei, ist das einer seiner Sargnägel gewesen, weswegen ihn Merkel dann letztendlich entsorgt hat. Ja, entsorgen musste, würde ich jetzt mal sagen. Entsorgen musste. Das wiederum stellt oder führt natürlich zu der Frage, gibt es einen Handlungsspielraum deutscher Politik oder ist sie wirklich, sind Politikdarsteller, wie Andreas Popp das so schön sagt, wie Merkel und Konsorten, oder Gauck, der jetzt sich hier als der Oberkriegshetzer geriert und Formulierungen aus einem Strategiepapier eines amerikanischen Thinktanks in der Neugestaltung deutscher Außenpolitik von sich absondert. Sind das wirklich nur Marionetten? Also diese Frage wird ja sehr kontrovers diskutiert. Und ich denke, der einzige Weg, wirklich festzustellen, ob es so ist oder nicht, ist der, den ich jetzt beschritten habe. Vor letzte Woche habe ich eine Petition gestartet. Diese Petition hat den Titel Verfassung, Friedensverträge, Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. So, und ich denke, der Weg, um diese Frage wirklich zu klären, kann nur darüber führen, dass wir sagen, wir wollen jetzt die Verfassung haben, die uns vor über 25 Jahren versprochen worden ist. Ich meine, mit dieser Wiedervereinigung und dem 2+4-Vertrag, da wurde sehr klar gesagt, dass wir jetzt, ja, vor 25 Jahren, eine Verfassung zur Abstimmung vom gesamten Volk kriegen, so wie es auch der Artikel 146 des Grundgesetzes vorsieht. Das Grundgesetz wird in seinem Präambel ja als Übergangslösung, als Provisorium beschrieben. Und das ist es auch.
Ja, also ja, und der 46er legt klar, dass es an dem Tag seine Gültigkeit verliert, an dem das freie deutsche Volk in freier Selbstbestimmung sich eine eigene Verfassung gegeben hat, was ja diesen Übergangsstatus nochmal ausdrücklich im 146er unterstreicht. Genau. Ja, dann gibt es noch den 139er, glaube ich, ist das, wo die Amerikaner sich das Recht vorbehalten, das zu verbieten. Hier wird sehr kontrovers darüber diskutiert. Da ist ein Professor von der einen Seite und ein meistens Nicht-Professor von der anderen Seite. Also die Seite, die sagt, wir sind nicht souverän, sind meistens keine Professoren, ist egal. Ist egal, hat nichts zu sagen. Aber das kann man eigentlich nur klären, indem man sagt, Leute, wir wollen jetzt die Verfassung haben, lass uns das machen. Und dann die ganzen Weiterungen. Erst wenn wir eine Verfassung haben, können wir Friedensverträge schließen, etc. und so weiter. Ich meine, wir haben den Status, dass es in Deutschland exterritoriale Gebiete gibt, die von den Amerikanern beherrscht werden, von denen aus die Amerikaner Krieg führen, von denen aus Drohnen gesteuert werden, mit denen Menschen weltweit ermordet werden. Und diesen Zustand erachte ich als untragbar, genauso untragbar, wie wir den Mund halten und nicht sagen, Amerikaner, macht mal endlich einen rechtsstaatlichen Zustand aus eurem Guantanamo. Und aus verschiedenen anderen Dingen auch noch. Also, da könnten wir jetzt 5 Stunden weitermachen. Ja, ja. Das brauchen wir jetzt nicht. Der Springer-Konzern, der hat eine Betriebsverfassung. Und in dieser Betriebsverfassung, da gibt es ganz klare 5 Punkte, die jeder, der einen Arbeitsvertrag bei Springer unterschreibt, einhalten muss. Einer der Punkte davon ist, dass er niemals etwas schreiben oder veröffentlichen darf, was das deutsch-amerikanische, das transatlantische Verhältnis beschädigen könnte. Das andere ist, dass er niemals was schreiben darf, was gegen Israel gerichtet ist. So, und jetzt ist es so, also wir haben hier ganz, das sind noch 3 Punkte, die sind ähnlich wunderbar. Ne? Das heißt also, wir haben hier in Deutschland einen ganz klaren Zustand, dass jeder Journalist und Mitarbeiter, der bei Springer arbeitet, unterschreibt einen Vertrag, dass er nicht das schreiben darf, was er will. Ja, vor allen Dingen. Und jetzt kommt der Witz. Ja, ja. Bei keinem russischen Sender, Zeitung oder sonst was gibt es irgendetwas derartiges, irgendeine derartige Vertrag, den man unterschreiben muss, bevor man dort arbeiten anfängt. Und dann stellen wir uns hin und sagen, in Russland darf man nicht schreiben, was man will. Ja. Also das ist genau das, was andauernd gemacht wird. Das, was man selber tut im Westen, wirft man mal präventiv Russland vor, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Also ich meine, betrachten wir doch mal ganz realistisch, wer sind unsere Freunde oder nicht. Also 1917 haben uns die Amerikaner den Krieg erklärt. Im Zweiten Weltkrieg ist es so, dass es dargestellt wird, dass Deutschland Amerika den Krieg erklärt hat, was juristisch gesehen richtig ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die USA, der Präsident Roosevelt, bereits im Sommer 1941 die Anweisung gegeben hat an seine Marine, auf jedes deutsche Schiff, das sie sehen, zu schießen. Ohne Kriegserklärung. Zeitgleich haben sie nebenbei Island besetzt und Grönland, die Amerikaner. Ne? Also alles völkerrechtswidrig, wunderbar. Pearl Harbor getrickst. Richtig. So, dann haben sie uns also befreit. Und nach dieser Befreiung, nach dem 8. Mai 1945 bis zum Jahr 1949, sind unter der Oberaufsicht der Alliierten, vor allem der USA, mindestens nachweisbar 13,4 Millionen Deutsche umgekommen. Davon etwa 2 Millionen in Gefangenschaft auf den Rheinwesen, also deutsche Soldaten etc. So viel zu unseren Freunden, die uns befreit haben. Wie sieht's heute aus? Wir werden ausgebeutet von den USA. Die Amerikaner liefern uns faule Kredite, bezahlen ihre Schulden gar nicht. Mit frisch gedrucktem Papier. Ne? Und jetzt gucken wir uns auf der anderen Seite Russland an. Russland liefert uns das, was wir brauchen, nämlich Energie. Gleichzeitig ist Russland für uns ein nahezu unendlicher Markt im Moment. Also da können wir hinliefern noch auf Jahrzehnte. Diese Zusammenarbeit mit Russland ist äußerst fruchtbar. Betrachten wir auf der anderen Seite, fällt dir mal auf Anhieb irgendetwas ein, was wir wirklich aus USA beziehen müssten, was wir unbedingt brauchen, außer Chlorhühnchen? Oder gentechnisch veränderten Äpfeln? Ja, oder solches Zeug. Toxische Coca-Cola. Ja, zum Beispiel. Und kommen wir jetzt nicht mit irgendwelchen Computern.
Weil es gibt keine amerikanischen Computer. Das iPhone wird in Taiwan gebaut, etc., etc., etc. Und alles, was man aufschraubt, was Elektronik ist, wo dann eventuell noch Made in USA drauf steht, das schraubt man einmal auf und dann sieht man, dass kein einziger Chip ist, der in den USA hergestellt worden ist. Also meines Erachtens gibt es überhaupt nichts, was wir brauchen, was die Amerikaner uns liefern könnten. Kriege werden aus zwei Gründen begonnen, Wirtschaft und Religion. Ein Land mit wirtschaftlichen Problemen muss als potenziell aggressiv angesehen werden. Um abschätzen zu können, wer den Ausbruch eines Krieges provoziert hat, ist es unerlässlich, die wirtschaftliche Situation vor dem Krieg zu untersuchen. Unter diesem Aspekt werden Zusammenhänge sichtbar, die sonst verdeckt bleiben können. Zitat Ende von einem Klappentext eines bemerkenswerten Buches, auf das ich im Detail nachher noch eingehen werde, was aber genau den Sachverhalt beschreibt, in dem wir im Moment in der sogenannten Russland- und Ukraine-Krise leben und wo es genau diese Frage deutlich macht, was denn eigentlich die Hintergründe, ich sage es mal ganz vorsichtig, sein könnten. Und dass diese Analyse über viele, viele Jahrhunderte immer wieder bestätigt wird, werden wir im Folgenden sehen. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Es ist ein Zitat vom Klappentext deines Buches. Ich will es noch mit einer weiteren Kleinigkeit in Anführungsstriche ergänzen. Von Churchill stammt die Bemerkung, dass insbesondere in Kriegszeiten die Wahrheit viel zu wertvoll sei und deswegen immer von der Lüge begleitet werden muss, was ein, Stück weit angelsächsische Programmatik ist, ein bemerkenswertes Eingeständnis und eine bemerkenswerte Erkenntnis. Ist das das, was du, wenn man jetzt mal, bevor wir in die Details eingehen, im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung Ukraine und der Hetze gegen Russland wieder bestätigt findest? Absolut. Wir müssen dazu noch ein Stück weitergehen. Churchill hat ja dazu auch noch gesagt, die Geschichte wird mit mir gnädig umgehen, denn ich werde sie selbst schreiben. Und das hat er getan. Ja, dafür hat er auch noch einen Nobelpreis gekriegt. Ja, nicht nur dafür. Ich meine, doch, er hat einen Literaturnobelpreis gekriegt, genau, ja, okay, für seine Memoiren. Für seine Memoiren, ja, aber es gibt ja noch einen, der einen Nobelpreis gekriegt hat, ja. Barack Obama, wofür auch immer. Heute wissen wir, dass das ein sehr seltsamer Vorgang war. Ja. Aber da will ich direkt auf diese ganz aktuelle Lügentaktik eingehen, mit diesem Zipfelchen Wahrheit. Das ist ein spannender Punkt. Die genau. Frau Clinton, ja. Ne, die ja immer noch vielleicht Präsidentin der USA werden will. Die hat gleich kurz nach dem Abschuss der MH17 ein wunderbares Statement abgegeben, dass die reine Wahrheit ist und deswegen eine besonders perfide Lüge. Sie hat gesagt, es steht fest, dass dieses Flugzeug mit russischen Waffen abgeschossen worden ist. Das ist die reine Wahrheit. Mhm. Nur die ukrainische Regierung, Kiew, die haben nur russische Waffen. Und das ist die Perfidie daran. Sie sagt die Wahrheit, ja, aber ohne zu sagen, was die Wahrheit ist. Und das, was, deswegen ist es die Lüge, das, was im Kopf des Zuhörers entsteht, ist die unglaublich die Entrüstung, die bösen Russen. Dabei haben die Ukrainer nichts anderes als russische Waffen. Was genau sollen sie denn bitteschön nach 6 Jahrzehnten oder 7 Jahrzehnten Sowjetunion denn auch anderes haben? Richtig. Ja.
Die Amerikaner wollen das zwar gerade ändern, ja, ja. Aber das ist Zukunft. Aber der Status quo im Moment heißt ausschließlich russische Waffen. Ja. Jetzt hast du auf einen Punkt, auch was so die Begrifflichkeiten betrifft, und insofern ist das wirklich ein roter Faden und spannend, wie mit den Begriffen operiert wird. Wir kriegen ja immer nur russische Oligarchen vorexerziert. Und das ist so der Inbegriff Macht, Korruption, Verfilzung mit der Herrschaft. Mord und Totschlag. Mord und Totschlag, klar, sowieso. Ist das denn, was ja hier suggeriert wird, so ein typisch russisches, fast Mafia-Phänomen? Oder nicht fast, sondern verkauft wird es ja als Mafia-Phänomen. Ist das was typisch Russisches? Also hier hole ich erst mal ein bisschen aus. Ja. In der Bibel heißt es schon, am Anfang war das Wort. Und die Sprache ist das, was unser Denken und damit unser Sein bestimmt. Das heißt, wer das Denken beherrschen will, muss die Sprache beherrschen, respektive ihre Anwendung. In den Weiterungen muss man hier auch sehen, inwieweit eine Sprache, und hier meine ich jetzt die verschiedenen Sprachen, die es auf der Welt gibt, auch das Denken der Menschen überhaupt erst herstellt und beeinflusst. Also wenn ich in der englischen Sprache denke, dann komme ich zu anderen Ergebnissen, wie wenn ich in Deutsch denke oder in anderen Sprachen. Merkt man überall. Es geht auch um die Komplexität von Sprachen. Das Englische ist eine relativ einfache Sprache. Wenn ich im Englischen einen Satz anfange, dann muss ich nicht darüber nachdenken, wie der aufhört. Das verlangt die Grammatik nicht. Wenn ich im Deutschen oder auch im Russischen, das eine ähnlich komplexe Sprache wie Deutsch ist, einen Satz anfange, dann muss ich bereits bei den ersten Worten darauf achten, dass die Endungen stimmen, damit das Ende des Satzes mit dem Anfang kompatibel ist. Also hier haben wir schon grundsätzlich andere Denkvorgänge. Der eine ist linear, der andere bezieht sich zurück schon. Also das Denken im Deutschen ist geschlossener. Das ist nicht so offen, wenn man einen Satz formuliert. Aber lassen wir uns zurückkommen auf diese Oligarchen. Also wäre aber unter dem Aspekt, weil das ein spannender Punkt ist, wäre es ja für uns durchaus nicht nur jetzt aus Gründen dem großen Nachbarn gegenüber, sondern auch aus Gründen unserer Köpfe eine sinnvolle Geschichte, wenn wir zumindest auch Russisch lernten. Absolut, weil es ist eben eine Sprache, die in ihrer Komplexität und auch Genauigkeit, auch hier ist wichtig, darauf einzugehen, in ihrer Genauigkeit dem Deutschen sehr ähnlich ist. Wir haben dann eigentlich nur noch das Japanische, das eine ähnliche Komplexität hat. Und du hast in Europa eine Sprache, die noch komplexer als die beiden ist, und das ist das Isländische. Okay, damit kenne ich mich nicht aus. Ja. Ich hatte 13, oder wir hatten 13 isländische Au-pair-Mädchen. Insofern kenne ich mich da ganz gut aus. Und das isländische Kind ist das Kind in Europa, was am spätesten vom Alter her die eigene Sprache beherrscht, weil die so komplex ist und in den Fällen also so kompliziert und so schwierig ist und so auch so fantastisch ist, wenn man dann da ein bisschen einsteigt, dass das ganz offensichtlich etwas ist, was weit, also das liegt ein Jahr Unterschied zum Englischen. Aha. Also das ist zum Englischen ist kein Problem. Ja, ja, ja. Das Englische ist sowieso bloß ein degenerierter deutscher Dialekt. Mehr ist es nicht. Nein, das ist die Sprachwissenschaft. Ja. Also wir haben diese Sprachgrenze quer durch Europa. Auf der einen Seite das Sächsische und auf der anderen Seite das Fränkische. Und die Angelsachsen sind eben ein deutscher Dialekt und degeneriert deswegen, weil er die Vielfalt des Originaldeutschen abgelegt hat. Wir haben keine Artikel. Nicht in dieser Art. Keine Fälle, in dem, also kaum Fälle. Ja, alles klar. Alles genau, klar. Ja. So, Klammer zu. Genau. Was mir einfach nur wichtig war, dass wir in unserer, also jetzt wir heißt die BRD in ihrer alten westorientierten Blickrichtungsform, das Russische mit seiner großartigen Kultur, großartigen Sprache, großartigen Traditionen komplett außen vor gelassen haben und immer nur nach Westen geguckt haben und damit eine Möglichkeit des Begreifens, Verstehens, des Hirntrainings und so weiter komplett außen vor gelassen haben, was ewig schade ist.
Was und ewig sich jetzt schade auch ist. rächt. Ja, wobei die russische Sprache ja auch sehr viele deutsche Lehnworte hat. Ja, ja. Zum Beispiel die gesamte Meteorologie ist praktisch komplett deutsch. Das Schnitzel heißt Schnitzel, Butterbroti sind dieselben Dinge. Also wir haben da, sie hatten ja auch eine deutsche Zarin da in die Russland. Katharina, ja. Also ja, ja. Da gibt es wirklich alte Verbindungen, die früher sehr, sehr fruchtbar waren. Ja, ja. Und ja. sich im Übrigen immer als sehr sinnvoll und gewinnbringend für beide Seiten herausgestellt haben, wenn diese Verbindungen gut und positiv waren. Es war der Zar, der mit Verlaub gesagt dem alten Fritz den Arsch gerettet hat, als er den Krieg beendet hat und so weiter. Rapallo, Taurocken, ja. Höhepunkte deutscher Geschichte, deutsch-russischer Geschichte waren für beide Seiten großartig. Ja. Damit sind wir im Prinzip mitten im Thema, ja. aber da gehen wir später noch genauer drauf ein. Oligarchen. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu den Oligarchen. Richtig. Ja. Also ich meine, ich habe da eine sehr klare Meinung dazu. Oligarchen kann es erst nach 1990, also nach dem Ende der Sowjetunion, entstanden sein. Das heißt, also sämtliche Ostoligarchen sind Leute, die innerhalb kürzester Zeit ein Riesenvermögen zusammengerafft haben. Das konnten sie natürlich nicht so einfach aus dem Nichts machen. Da mussten sie schon Unterstützung haben. Und diese Unterstützung haben sie vom Westen bekommen. Sonst hätten sie das nicht hingekriegt. Also in dieser Ära Jelzin, da haben wir den Khodorkovsky, der Nemtsov gehörte dazu, auf den kommen wir auch noch. Und der gehört auch zur Oligarchentruppe? Nein, der gehörte zur Jelzin-Truppe. Zur Jelzin-Truppe, ja. Okay. Der hatte ja eigentlich den Anspruch, den Posten zu kriegen, den Putin jetzt hat. Ja. Das heißt, man könnte da, gehen wir gleich ein bisschen drauf ein, man könnte da schon sagen, dass der Nemtsov eigentlich ein Neider Putins ist, weil der Putin ja den Posten gekriegt hat, den er haben wollte. Also kein Wunder, dass der den nicht mag, den Putin. Was kein Grund wäre, oder nicht nur wäre, sondern kein Grund ist, ihn zu ermorden. Aber wenn wir jetzt bei dem Thema schon sind, sollten wir vielleicht auch da mal die Frage stellen, das, was uns jetzt hier und was, wie hat McCain gesagt, ist völlig egal, wen erschossen hat, Putin ist auf jeden Fall dran schuld. Danke, dass du das gesagt hast. Ja. Das ist ja dieses Perfide an dieser Geschichte. Man wartet nicht mal ansatzweise irgendeine Untersuchung ab, sondern unterstellt von vornherein, dass diese Untersuchung überhaupt nicht notwendig ist, weil Putin ist ja sowieso schuld. Ja. Und wenn man ganz klar sagt, hier ist jemand, der hat das gestanden, Ding und so weiter, dann wird halt anschließend gesagt, ja, aber auf irgendeinem Weg hat es bestimmt der Putin organisiert und so weiter. Aber hier muss man eine ganz andere Frage stellen, nämlich, oder sagen wir es andersrum, ich denke, wir werden klaren Konsens kriegen, wenn wir sagen, dass derjenige, der diesen Nemtsov erschossen hat oder das angeordnet hat, dass der daran interessiert war, dass dieser Annäherungsprozess, der gerade zwischen Russland und Europa stattfindet, dass der massivst gestört wird. Und wir wissen nun, dass Putin daran kein Interesse hat. Der ist ja nicht blöd. Es ist also sehr perfide, jetzt praktisch das Interesse an der Störung dieser Verbesserung des Verhältnisses Putin hinzuschmeißen, kann überhaupt nicht sein. Ja. Hinzu kommt ja bei dem Thema, dass es inzwischen der Grad der Stümperhaftigkeit, wie solche Dinge umgesetzt werden, wird ja immer grotesker. Die Fragezeichen sich an dem, was als offizielle Version uns mitgeteilt wird, in einer Weise mehren, dass man sagt, also der russische Geheimdienst hat mit dieser Geschichte mit an sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit überhaupt nichts zu tun. Ich gehe mal so davon aus, bis mich ein offizielles Untersuchungsergebnis eines Besseren belehrt. Also der russische Geheimdienst, Peter, würde dem Mädel, Callgirl, was immer sie jetzt Model gewesen ist, die dabei war, mit Sicherheit nicht 3 Tage vorher den Mord ihres Freundes ankündigen. Und dieses Mädel ist ja blöd genug gewesen, den Tod und das ganze Thema über Google zu posten, 3 Tage vor dem Attentat. Und
das dann quasi auf Standby zu halten und am Tag des Attentats freizuschalten. So, in dem Moment, wo das aber am Tag des Attentats freigeschaltet wird, hat Google die Information, wann denn dieser Post eingestellt wurde. Und das war 3 Tage vorher. Ja. Wie blöd müsste der russische Geheimdienst sein, wenn er dieser Frau, die ja nun mit Sicherheit nicht zu den zuverlässigsten Geheimdienstträgerinnen gehört, diese Information 3 Tage vorher mitteilt, den dann abknallt und dieses Mädel stellt dann die Geschichte 3 Tage später ins Netz. Also da stimmt doch nichts. Da stimmt überhaupt nichts. Genauso ähnliche Vorgänge haben wir auch mit der MH17. Richtig. Da haben wir ähnliche Sachen, die wir da vorfinden können. Also es bleibt immer als erstes die Frage, wer hat Interesse daran gehabt? Cui wer bono. Profitiert? Ja. Und da sage ich eben, ich denke, man findet hier sehr klaren Konsens, dass es darum ging, diese Erholung des Verhältnisses zwischen Russland und Europa zu stören. Und das ist nun auch gelungen. Inwieweit es wirklich dauerhaft gelingt, das hoffe ich, dass es nicht passiert. Weil dieser Nemtsov, der hat sich sicherlich auch in der Ära Jelzin bereichert, gar keine Frage, sonst könnte er nicht das Leben führen, das er geführt hat. Politisch gesehen wird er jetzt hier viel zu übersteigert dargestellt. Der hatte politisch keine wirklich ernsthafte Rolle in Russland. Die hat er jetzt durch seinen Tod. Ja, die hat er jetzt durch seinen Tod, aber auch nicht in Russland, sondern hier bei uns. Ja, ja. Na? Aber damit wird, bist du bei der Cui Bono-Geschichte ja auch ganz schnell bei einer Antwort. Eine Person, die eine gewisse Rolle in Russland hat, aber hier überhaupt gar keine Rolle hatte, aber in Russland auch nur eine gewisse Rolle hat. Wir wissen, dass die Mehrheit der Russen sehr eindeutig hinter Putin steht. Und jetzt ist er plötzlich eine Leiche und jetzt hat er eine politische Bedeutung. Also den Nutzen hat er eigentlich erst als Toter. Also wir können eigentlich klar feststellen, jeder, der gegen Putin ist, ist ein Guter. Ja, ja. Und ganz wichtig. Ja. Wenn wir das bei dem Thema Oligarchen, ein total wichtiger Gedanke, dass es natürlich und logischerweise im Zeitalter des Kommunismus und der Sowjetunion keine Oligarchen gegeben haben konnte. Sie sind also ein Nachwendeprojekt, Produkt und sie sind ein Produkt der Jelzin-Ära. Ja. Einer durch und durch, ja, ich sag mal, westlich abhängigen und korrupten Ära, in der politische Weichen gestellt wurden, dieses Land zum Ausschlachten für den Westen quasi sturmreif zu schießen. Das war schon weitgehend ausgeschlachtet. Ja. Und führte das, eben zu der totalen Verarmung von Russland, parallel zur Ukraine. Nur die Ukraine hatte das Pech, dass sie keinen Putin gekriegt haben. Russland hat Putin gekriegt. Und Putin hat diesen Ausverkauf gestoppt. Dieser Ausverkauf, der übrigens in Deutschland schon lange stattgefunden hat. Ja. 90% der DAX-Unternehmen gehören nordamerikanischen Investoren. Und genau das wollte man mit Russland auch tun. Und Putin hat gesagt, Schluss damit. Der Khodorkovsky ist verhaftet worden, 2 Wochen bevor die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt werden konnte, dass er seinen Yukos-Konzern an Exxon verkauft und dann wäre heute sowas ähnliches wie Gazprom in den Händen von Exxon. Und Russland hätte überhaupt keine Einnahmen mehr. Also das sind Dinge, die mit uns hat man es schon praktisch gemacht. Ich meine, warum ist denn unsere soziale Marktwirtschaft zum Teufel gegangen? Vor allem deswegen, weil eben unsere großen Unternehmen nicht mehr in deutscher Hand sind, sondern in ausländischer Hand. Und wenn ich in einem Ausland irgendwo eine Firma besitze, dann interessiert mich doch nicht, wie es den Arbeitern geht. Dann möchte ich Gewinne rausziehen. Und das hat man mit unserer Marktwirtschaft gemacht. Wir haben in den letzten 20 Jahren erlebt, dass die Gehaltstabellen nach unten erweitert worden sind. Die Leute müssen mehr arbeiten, plötzlich 2, 3 Jobs. Das sind Zustände, die kenne ich aus den USA, aus den späten 70ern schon. Da war das genauso. Und das soll die ganze Welt dann sein. Das ist ein wunderbares Modell, ja. Nur nicht für uns. Ja. Und das ist ja das, was du, wenn Putin sich zu dieser Entwicklung äußert, er auch sehr deutlich sagt, indem er sagt, wir erleben ja den Niedergang des Westens in allen Bereichen. Und das ist etwas, was er als jemand, der für sein Land, für sein Volk, für seine Russen zuständig ist, sagt, das muss ich nicht mitmachen. Ist doch mehr als legitim.
Absolut. Und ich sehe es sogar andersrum, wenn bei uns immer gesagt wird, wir müssen jetzt gegen Russland stark sein und immer Stärke zeigen und so weiter, weil wir müssen unsere westlichen Werte verteidigen. Man könnte es ja fast andersrum sagen, dass eigentlich Russland, Putin, derjenige ist, der unsere westlichen Werte verteidigt. Wir tun es ja nicht mehr. Wir haben sie ja schon aufgegeben. Wir lassen es zu, dass jeden Tag so und so viele Dutzende Menschen von irgendwelchen Drohnen ermordet werden. Wir schauen dazu. Wir schauen seit, wie viel sind es jetzt, 12, 13 Jahre, schauen wir zu, dass Menschen seit über 10 Jahren in Guantanamo inhaftiert sind, keinen Prozess kriegen, nichts. Und wir gucken einfach zu und wir sagen nichts dazu. Das ist doch lächerlich. Wo sind denn da bitte unsere Werte, die wir jetzt verteidigen wollen, angeblich gegen Russland? Da kann einem doch der Kamm schwillen. Ja. Ist es denn, Stichwort westliche Werte, finde ich auch noch eine sehr schöne, Treppenwitz, wenn es nicht so grausam wäre am Rande. Wo sitzen eigentlich die meisten Inhaftierten in der Welt? Das ist ein gutes Ding. Also, da gibt es ganz frische Zahlen. Ja. Die sind einfach nur unglaublich. Es ist so, die USA haben bevölkerungsmäßig etwa einen Anteil von 4% an der Weltbevölkerung. So, von allen Inhaftierten der Welt sitzen 25% in USA in Haft. Das heißt, in den USA sind 6-mal mehr Inhaftierte pro Einwohner als im gesamten Rest der Welt. Das hat, glaube ich, das ist ein Vorbild für unsere westlichen Werte. Ja. Wollen wir dahin? Es gibt, glaube ich, noch eine zweite. Ich glaube, jeder dritte Amerikaner. Jeder dritte Amerikaner ist vorbestraft. Ja. Jeder dritte, das muss man sich mal klar machen. Und hier kommt noch eine Weiterung, die in der Regel überhaupt nicht beachtet wird. Wenn man in Amerika vorbestraft ist, dann hat man kein Wahlrecht mehr. Dann muss man erst anschließend sich dieses Wahlrecht wieder kaufen. Das kostet Geld. Und je nach Staat bis zu $10.000. Und jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn also 30% der Amerikaner vorbestraft sind, wie viele davon sagen, nö, also die 10.000 gebe ich nicht auf, weil es ist eh scheißegal, wer da regiert. Das heißt also, das wäre etwas, wofür ich am allerwenigsten auch in diesem Land hier Geld ausgäbe. Richtig. Wenn es darum ging, zu wählen oder nicht zu wählen, weil das sowieso völlig uninteressant ist. Ja. Aber da wir ja immer in dem Spannungsfeld Amerika, USA sind, 25% der weltinhaftierten Gefangenen sitzen in den USA. Ja. Das toppt aber auch den Genossen Stalin nochmal ordentlich. Absolut, das hat Stalin nicht geschafft. Okay, der hat natürlich viele auch gleich mal umgebracht. Die saßen dann nicht mehr im Gefängnis. Ist völlig klar. Aber generell muss man sagen, diese Zahlen, die Amerika heute liefert, waren unter Stalin nicht erreichbar. Ja. Also insofern ist das, was wir hier mit den behäbigen Formulierungen der westlichen Wertegemeinschaft vor uns hertragen, etwas, was wirklich nur als zynisch zu bezeichnen ist. Ja, also zumindest nichts, was man verteidigen sollte. Ja. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zurück auf diese Oligarchen. Also man nennt die Leute da im Osten, Russland, Ukraine, Oligarchen. Wie wir festgestellt haben, das sind also grundsätzlich eher böse Menschen. So. Aber die Mehrzahl der Milliardäre, die leben ja nun nicht in der Gegend. Die größte Anzahl von Milliardären sitzt in den USA. Die reichsten Männer sitzen in Mexiko, USA, also jedenfalls im Westen. Ja. Warum werden die nicht als Oligarchen bezeichnet? Obwohl sie denselben Status haben. Also, ich meine, gucken wir uns George Soros an. Dieser Mann muss auch als gewalttätig bezeichnet werden. Der hat diverse Staatsstreiks finanziert. Wir sehen die Orangene Revolution, sogenannte in der Ukraine, was der erste Versuch war. Ja, ja. Das hat nachgewiesenermaßen George Soros finanziert. George Soros hat die Aufstände im arabischen Frühling organisiert und bezahlt. George Soros hat dafür gesorgt, dass Syrien destabilisiert wird mit seinem Geld, etc. Das haben diese russischen Oligarchen nicht getan.
Die haben nur im eigenen Land rumgeteufelt. Die haben ihre eigenen Mitbürger ausgeraubt letztlich, weil was anders kann man das nicht bezeichnen. Also warum bezeichnet man unsere westlichen Milliardäre nicht als Oligarchen, die östlichen schon? Damit sind wir wieder bei der Macht des Wortes. Weil hier unser Denken bestimmt wird dadurch, dass Definitionen gesetzt werden und wieder unterschiedliche Maßstäbe, je nachdem, was man erreichen will. Also unsere, und ich sage es jetzt ganz klar, unsere Oligarchen, das sind die Guten, wie wir sowieso die Guten sind. Und wenn sie in Russland sind, dann sind es Oligarchen. Ja. Dazu passt, es gibt ja dieses, und das ist wirklich ernst gemeint, wunderschöne, bei dem Wir sind die Guten, das sind die Bösen, Video, eine Pressekonferenz, ein Pressestatement von Kerry, wo er nach der sogenannten Krim-Besetzung sich vor die Presse gestellt hat und gesagt hat, das ist etwas, dass man hier mit einer vorgehaltenen Waffe in ein Land einmarschiert im 21. Jahrhundert. Das darf eine G8-Supermacht nicht tun. Das macht man, das tut man einfach nicht. Ein Außenminister eines Landes, der in 155 Ländern der Welt Truppen stationiert hat und in eines nach den anderen einmarschiert und auch richtig massakriert, fragt man sich natürlich, was geht in dem Kopf vor, wenn er den Umstand, dass Putin für die Krim das Selbstbestimmungsrecht des russischen Volkes auf der Krim organisiert hat und bestätigt hat, als eine Aggression mit vorgehaltener Waffe bezeichnet und überhaupt gar nicht begreift, wenn er in den Spiegel gucken würde, wer ihn da anguckt. Der glaubt das selber. Ich weiß. Das ist das Problem. Ja, ja. Also, er ist der Gute, wir müssen, glaubt er dran. Wir müssen leider davon ausgehen, dass unsere westlichen Politiker zum allermeisten Teil alles Psychopathen sind. Pseudologen, genau. Also Pseudologen sind krankhafte Lügner. Und zwar in der Art und Weise, dass sie ihre Lügen selber glauben. Und das macht sie so überzeugend. Aber auch so gefährlich. Sie dann noch, ja, natürlich. Und wenn sie dann noch die Medienmacht haben, die Medienhoheit, dann ist die Katastrophe im Prinzip komplett. Dann ist eben dieser Krieg der Worte, das ist das Wichtigste, was wir haben, diesen Krieg der Worte. Das ist das, wo dann eben noch mit dieser Medienhoheit die Menschen mit dem, wie man die Worte in die Köpfe pflanzt, massivst beeinflussen kann. Allein dieses mantrahafte Wiederholen der Aggressor Russland, es entspricht schlicht nicht den Tatsachen. Russland ist kein Aggressor. Also bei dem Thema Krim ist es, der Freund und Kollege Schachtschneider hat das wundervoll nachgewiesen und da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu diskutieren. Einfach die Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts der Menschen dort gewesen mit einem Abstimmungsergebnis, wie man sich das gar nicht besser wünschen kann. Eine weit über 90-prozentige Mehrheit hat gesagt, wir wollen nach Hause zu Russland. So, ja. Die Krim ist immer russisch gewesen, Ende der Durchsage. Da ist gar nichts Böses dran. Und wenn auch nur so ein Fitzel böse wäre, hätte der Westen längst in Den Haag geklagt. Das ist der Punkt. Ne? Ja. Und wir haben, gucken wir uns noch die Realität an. Jetzt, Februar, hatten wir diese Masseninvasion von Flüchtlingen aus dem Kosovo. Der Kosovo ist entstanden, weil die USA das so wollten. Ich gehe davon aus, dass wir auch in 20 Jahren, solange die Krim noch bei einer russischen Föderation ist, keine Flüchtlinge von der Krim haben werden. Natürlich nicht. Die Krim ist der einzige Teil der Ukraine, wo es den Menschen besser geht als vor 2 Jahren, und zwar deutlich besser, wo kein Schuss gefallen ist, wo niemand erschossen worden ist, wo niemand in irgendwelche Häuser gejagt worden ist und dort verbrannt worden ist oder sonst was. Die Krim ist der friedlichste Platz der ganzen ehemaligen Ukraine. Ja. Und das muss man doch anerkennen. Und selbst wenn dort irgendjemand mit einer Waffe vor einer Kaserne gestanden ist und gesagt hat, Jungs, bleibt mal lieber drin, bevor hier draußen was Blödes passiert, dann muss man doch anerkennen, dass hier Menschenleben gerettet worden sind. Und das Selbstbestimmungsrecht etwas im Sinne eines Naturrechtes ist, bei dem es egal ist, ob die ukrainische Verfassung eine Separation der Krim
im Gesetz verankert, als Potentialität verankert hätte oder nicht, dieses Selbstbestimmungsrecht gilt grundsätzlich. Erstens das, zweitens das Völkerrecht verbietet keine Sezession. Ja. Und drittens, welche Verfassung eigentlich, welche Version? Ja. Also, da brauchen wir uns jetzt nicht weiter ausbreiten an dem Ding. Thema Aggression. Ja. Wir sollten einen Punkt vielleicht auch nochmal hier aufräumen in dem Zusammenhang. Russland wird ja etwas weiter zurückgehend der Aggression gegen Georgien beschuldigt. Was ist an dieser Geschichte dran? Nun, das Europäische Parlament hat ja nach Beendigung dieser Krise festgestellt, dass das nicht wahr ist, sondern dass die Aggression von Georgien ausgegangen ist. Aber wenn wir schon bei dem Thema Georgien sind, das ist ein ganz spannendes Thema. Mhm. Weil, also ich meine, erstens mal dieser Saakashvili ist ein CIA-Agent, braucht man nicht drüber rumtun. Der Saakashvili ist in Georgien mittlerweile zur Fahndung ausgeschrieben, wegen Hochverrats und dergleichen Dinge. Derselbe Saakashvili ist jetzt ein ganz hochrangiger offizieller Berater der ukrainischen Regierung, der Kiew-Regierung. Also so geht das mal los. Aber in diesem Georgien-Konflikt ist noch was ganz anderes passiert. Da gab es ja Luftkämpfe. Und die amerikanischen F-16, die Georgier hatten, die sind also von der russischen Luftwaffe abgeschossen worden, ohne dass die russische Luftwaffe einen einzigen Verlust hatte. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da saßen ja nur Georgier drin. Das stimmt aber nicht. Ich habe gesicherte Quellen, dass in mindestens der Hälfte dieser georgischen F-16 amerikanische Piloten saßen. Und da können wir davon ausgehen, dass es keine Lehrlinge waren. Das heißt, hier ist etwas passiert. Was aber auch nicht kommuniziert wurde. Nein, natürlich. Dass da die Amis georgisches Militär, ich meine, wenn wir uns damals an die Kuba-Krise erinnern, wie Khrushchev da mit Fidel Castro so ein paar Dinge überlegt hatte, da war die Welt am Ende und in Aufruhr. Und hier ist es selbstverständlich, dass in einer kriegerischen Auseinandersetzung amerikanische Piloten in georgischen Maschinen rumfliegen. Naja, das ist ja das, diese Medienhoheit. Ja, ja. Deswegen wird das ja nicht kommuniziert. Aber die Folge ist jetzt natürlich davon, dass die Amerikaner wissen, dass sie, wenn sie einen direkten Konflikt mit Russland haben, und zwar an Russlands Grenzen, wo also Russland praktisch den Heimvorteil hat, dass sie niemals eine Lufthoheit erreichen können. Aber die Amerikaner führen nur dann Krieg, wenn sie eine Lufthoheit haben. Das war schon im Zweiten Weltkrieg so. Das war in sämtlichen Kriegen. Vietnam, das Erste, was sie überall gemacht haben, jetzt in den letzten Jahren, Irak und so weiter, Irak, dafür sorgen, dass sie die absolute Lufthoheit haben. Und die kriegen sie mit Russland nicht. Es ist sogar so, dass die Russen über eine Technologie verfügen, diese Stealth-Bomber sehr wohl orten zu können. Das ist passiert in dem Serbien. Wie Serbien bombardiert worden ist von der NATO, da gab es einen serbischen Informatiker, der hat einen wunderbaren Algorithmus geschrieben, mit dem er Anomalien der Radar-Echos analysiert und dann sagen kann, bei dieser Anomalie, da ist ein Stealth-Flugzeug. Also nicht mal mit diesen Dingen könnten die nach Russland einfliegen, weil dieser Serbe, der ist dann noch während dieses Kriegs nach Russland gegangen und hat sein Wissen den Russen zur Verfügung gestellt. Das heißt also, das ist meines Erachtens der Grund, warum von Seiten des Westens in der Ukraine-Krise von vornherein gesagt wird, einen direkten Waffengang schließen wir aus. Und deswegen wollen die Amerikaner ja auch, wie sie es so schön gesagt haben, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wir werden den Ukrainern so viele Waffen liefern, dass der Blutzoll so hoch wird, dass Putin nicht mehr anders kann, als richtig einzugreifen. Und dann können wir einen gerechten Krieg führen. Aber natürlich nicht mit unserem Blut, sondern mit ukrainischem Blut. Ja, diese Frage der unterschiedlichen Technologie ist ja auch bei dieser kleinen netten Episode mit diesem amerikanischen Flugzeugträger Donald Cook zum Tragen gekommen, wo also dieser Scheinangriff, also gar kein Angriff, die russische Maschine war komplett unbewaffnet und auf diesen Flugzeugträger stattgefunden hat, also hat ihn umkreist und so weiter und so weiter und völlig blind gemacht. Ja. Die konnten wohl nicht einmal die Uhrzeit auf diesem Kahn ermitteln. Das heißt, die Russen müssen über eine Technologie verfügen, die mit EMP, also elektromagnetischen Impuls oder was Ähnlichem,
die heutige Elektronik, von der ja die Amis abhängig sind, ja, und ohne diese gar nicht agieren können, so ausschalten können, dass diese Dinge, ob das jetzt Flugzeugträger sind, ob das Flugzeuge selber sind, völlig wehr- und völlig sinnlos werden. Naja, was da tatsächlich stattgefunden hat, weiß ich nicht genau. Was ich weiß, ist, dass nachdem die dann in Varna oder da irgendwo in Bulgarien eingelaufen sind, eine durchaus erhebliche Anzahl von Seeleuten desertiert sind. Abgehauen, ja, ja, ja. Weil sie die Hosen voll hatten. Aber sagen wir mal, das sind so kleine Sachen am Rande da. Schon vor über 30 Jahren ist es passiert, dass ein Bundeswehr-U-Boot in einen amerikanischen, also im Rahmen einer Übung, Flugzeugträger-Konvoi eingedrungen ist und dann die Zero-Fotos geschossen hat, wo klar war, also das Ding wird versenkt im Kriegsfall. Die Chinesen haben dasselbe vorgeführt und jetzt gerade erst vor einem Monat oder so, die Franzosen, haben sie es wieder vorgeführt. Ja, ja, ja. Das heißt also, wenn die USA tatsächlich einen ernstzunehmenden Gegner haben, nicht wie irgendeinen arabischen, weiß der Kuckuck was für Staat, dann sieht das ganz böse aus für die USA. Ist denn das, ganz ehrlich, ich meine, wenn man sich mal die handelnden Figuren anschaut, die im Augenblick bei der Supermacht USA den Mund aufmachen, also entweder entscheiden oder eben als Falken dort kräftig trommeln, nicht die eigentlich wirklich gute Nachricht, dass wir, wenn wir eine Figur wie McCain im Kreml hätten, die Welt schon am Brennen wäre, wir da wirklich den Göttern dafür danken können, dass Putin in Moskau das Sagen hat und dass eben Kläffer wie der McCain in den USA eben nur kläffen und nicht die Möglichkeit haben, etwas zu tun. Denn die Waffentechnologie der Russen so überlegen ist, dass das friedenstiftend ist. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die Waffentechnik der Russen jetzt wirklich so überlegen ist, aber zumindest ist sie mindestens ebenbürtig. Dieser Unterschied ist nicht mehr da. Ich meine, da braucht man bloß die ganze Technologie anschauen. Wer kann denn heute noch lebendige Menschen von und zur ISS bringen? Es können nur die Russen. Das heißt, wir sind zum Beispiel da bei unserer Weltraumstation, die da ja ungefähr in dieser Höhe da rumteufelt, sind wir darauf angewiesen, dass die Russen die Versorgung übernehmen. Erst vor einem Monat ist so ein Versorgungsflug gleich nach dem Start explodiert, weil es nicht funktioniert hat. Und hier sind wir auch bei einem ganz spannenden Thema, nämlich Sanktionen. Und zum Beispiel das Handelsvolumen von Europa mit Russland sind ungefähr 130 Milliarden pro Jahr. Das Handelsvolumen der USA mit Russland ist nicht ein Zehntel davon. Gleichzeitig war es so, dass während diese Sanktionen schon bestanden, die USA ihr Handelsvolumen im Jahr 2014 mit Russland um 10% erweitert hat. Also die haben sich überhaupt nicht an ihre eigenen Sanktionen gehalten. Gerade im Dezember haben die Amerikaner in Russland genau wegen der Raumfahrt Raketenmotoren bestellt. Ich glaube, das sind diese Koroljow-Motoren, die sie selber nicht bauen können, im Wert von über einer Milliarde Dollar. Während gleichzeitig gesagt wird, ja, aber Sanktionen gegen Russland. Das heißt, das gilt dann für Europa, oder? Das gilt für Europa, ja. Klar, weil wir leiden ja darunter. Gott sei Dank ist es ja jetzt so, dass sich Griechenland, Italien mittlerweile aufstellen und sagen, Leute, wir können uns das nicht mehr leisten, diese Sanktionen. Griechenland hat allein im letzten Jahr eine knappe Milliarde verloren, weil die Obstbauern, die haben ihre, diese schönen... Oliven? Marillen heißen sie. Marillen, Ne? Die mussten 60% der Ernte auf den Müll schmeißen, was ja nun absolut EU-konform ist. Aber sie haben halt auch kein Geld dafür gekriegt. Auch nicht von der EU, ne? Weil das waren ja Sanktionen. Und jetzt sagen die Griechen halt, Leute, wie sollen wir auf den grünen Zweig kommen, wenn wir aufgrund der Sanktionen eben solche Verluste erleiden müssen? Wenn wir uns jetzt ansehen, ich meine, die Verlogenheit in dem Punkt selber, dass
Handelsvolumen aufzublasen und von anderen Boykottmaßnahmen zu verlangen, ist das eine und ist ja auch nichts besonders, wie soll ich sagen, bemerkenswert, dass das war in der Vergangenheit mit anderen sogenannten bösen Buben, die dann plötzlich so in dem auf der nach oben offenen Hitler-Skala dann irgendwie plötzlich dann irgendein Ranking einnahmen und dann wieder verschwanden. Saddam Hussein oder Assad, wie auch immer, das wechselt ja immer so ganz fröhlich, war das ja durchaus auch der Fall. Gibt es eine spezifische Angst der insbesondere der USA, ob eines möglichen deutsch-russischen Schulterschlusses? Nun, diese Angst ist ja seit mehr als 100 Jahren einfach da. Vor mehr als 100 Jahren gab es das geflügelte Wort, wenn sich die Deutschen und die Russen zusammentun, dann zittert die Welt. Nun, das braucht sie heute nicht mehr zu tun. Aber der Fakt ist einfach... Wobei man, wenn ich einfach zur Ehrenrettung des Bismarckreiches in Klammern dazu sagen muss... Solange der Rückversicherungsvertrag zwischen dem Kaiserreich und Moskau stattgefunden hat, überhaupt niemand gezittert hat, weil auch niemand zittern musste. Es war eine großartige Zeit des Friedens und der Befriedung und Bismarck war der ehrliche Makler, der überhaupt gar keine Interessen hatte, die aggressiv nach draußen gegangen sind, sondern es war eine Politik wirklich der Aussöhnung, wo er vermitteln konnte, wenn andere Konflikte hatten. Also eine Angst vor einer deutsch-russischen Partnerschaft muss die Welt nicht haben. Nein, muss sie nicht. Aber zu dieser Zeit war ja das British Empire. Das British Empire beherrschte damals 20% ungefähr der Welt, der Landmasse und 23% der Weltbevölkerung. Dieses British Empire hatte damals um 1900 ein Außenhandelsdefizit von 50%. Es wurde damals im britischen Parlament sehr klar gesagt, wenn wir in England die Importe nicht aufrechterhalten können in dem Ausmaß, das wir jetzt haben, dann werden uns 50% unserer Bevölkerung verhungern. Das heißt, das British Empire war in einer absolut prekären Lage. Und auf der anderen Seite war das Deutsche Reich, das sich friedlich durch Handelsbeziehungen ausgebreitet hat. Wir dürfen hier an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass sich die deutsche Sprache zu dieser Zeit sehr stark ausgebreitet hat, und zwar durch eingeladene Besiedelung. Also im Russischen Reich damals wurden der Zar hat Deutsche eingeladen, kommt zu uns, helft uns beim Aufbau. Gleichzeitig der Nahe Osten. Das, was man heute als Israel-Palästina, da waren ganz viele Deutsche. Der deutsche Kaiser Türkei. Hat... Ja, sicher. Ja. Das war alles freundschaftlich. Ja. Handelsbeziehung, freundschaftlich. Der deutsche Kaiser hat 1903, da steht noch ein Gedenkstein in Haifa, die Patenschaft für das Palästina übernommen. Zusammen mit dem Abdulhamid II. Vom Osmanischen Reich. Ja, genau. Ja. Das heißt also, das British Empire hat seine Weltmachtstellung damals direkt bedroht gefühlt vom Deutschen Reich. Und das Schlimme war in Klammern, dass dieser wirtschaftliche Aufstieg des Kaiserreiches stattgefunden hat, ohne Rückgriff auf den Finanzplatz London. Ja, vollkommen abseits davon. Eben. Vollkommen frei das davon. Das war die Sünde. Weil zu dieser Zeit gab es in Deutschland keine Zentralbank oder dergleichen. Ja. Es gab eine Goldmark und das war das Maß der Dinge. Und man muss auch hier klar sehen, von 1871, also dem Frankfurter Frieden, bis 1900 hat das Deutsche Reich seine Wirtschaftsleistung um 400% erhöht, ohne Inflation, gab es nicht. Und ohne Aggression? Vollkommen friedlich. Ja. Zur gleichen Zeit konnten die USA ihre Wirtschaftsleistung nur verdreifachen. Frankreich konnte noch 2,5-fach bringen und Großbritannien nur verdoppeln. Das lag natürlich daran, dass sie ihre Konzentration wirtschaftlich auf ihren Militärsektor gelegt haben, speziell auf die Marine. Das heißt, die haben viel zu viel Ressourcen in den Militärbereich gesteckt. Und jetzt vergleichen wir bitte die Situation mit heute. Was passiert in den USA? Die USA geben für ihr Militär in etwa das Gleiche aus, was sie an Außenhandelsdefizit haben.
Wobei dieses Außenhandelsdefizit der USA gar nicht ehrlich ist. Also die USA haben offiziell seit mehr als 10 Jahren jedes Jahr 1.000 Milliarden Dollar Außenhandelsdefizit. Das ist mal ungefähr 3 Milliarden jeden Tag. Da reden wir nebenbei von Griechenland, vergessen wir es. Nee. So, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Weil aus völlig unbegreiflichen Gründen wird in das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, werden die Einnahmen aus dem Finanzsektor mit eingerechnet, obwohl die mit Produkt überhaupt nichts zu tun haben. Das sind reine Geldgeschäfte, die keiner wertschöpfenden Arbeit entstammen. Und diese Einnahmen, dieser Anteil am BIP, sowohl der USA als auch Englands, liegen über 28%. Das heißt, wenn wir jetzt das realistische Außenhandelsdefizit und den Casino-Kapitalismus raus aus dieser Bilanz, dann müssen wir das Außenhandelsdefizit sowohl von Großbritannien als auch von der USA mindestens verdoppeln. So, und dann sind wir an einer Stelle, die heißt, dass etwa 40% dessen, was die USA, die US-Bürger konsumieren, nicht eigener Arbeit im eigenen Land entstammen. Das ist einfach mit gedrucktem Geld und mit Finanzbetrügereien ergaunert. Um das jetzt nochmal umzusetzen auf eine begreifbare Zahl, in etwa jeder durchschnittliche Haushalt in den USA verbraucht jeden Monat Güter im Wert von 1.000 Dollar, für die im Land der USA kein Strich Arbeit geleistet worden ist. Darüber muss man sich klar sein. Und jetzt kommt noch der Punkt, wer leistet den größten Anteil daran? Na, Deutschland natürlich. Diese 220 Milliarden Euro, die wir Außenhandelsüberschuss hatten im letzten Jahr, die müssen ja irgendwo hin. Und die sind letztlich, gehen die nach USA. Also ist der Umstand, was einem ja auch hier immer erklärt wird, dass wir Exportweltmeister und wie großartig das alles ist und welche tollen Handelsgeschichten wir mit den USA haben. Wir bringen die Ware und bringen auch noch die Kohle, mit der die dann unsere Ware bezahlen. Also es ist ein gigantisches Minusgeschäft und eine gigantische, ich sag mal, Volksverarschung, hier zu sagen, wir sind Exportweltmeister und die Partnerschaft für den USA ist großartig. Das Gegenteil ist richtig. Es ist noch viel schlimmer. Weil diese 220 Milliarden allein des letzten Jahres, die sind auf keinem Konto verbucht. Wir haben seit 1971 ist ein spannendes Jahr, weil ja da die Goldbindung des Dollar abgeschafft wurde. Und dementsprechend wurde auch zum Handelsausgleich kein Gold mehr verschoben. Also diese 3.000 Tonnen Gold, die Deutschland hat, haben wir ja eigentlich nicht, weil sie liegen ja irgendwo in Geiselhaft in den USA oder London oder sonst wo. Aber diese 3.000 Dollar sind alle alle vor 1971 entstanden. Von da an wurden unsere Außenhandelsüberschüsse nicht mehr in Gold verrechnet. Jetzt müsste also die Frage auftauchen, Moment, wo sind denn die eigentlich gebucht? Und diese Frage habe ich der Bundesbank gestellt vor 2,5 Jahren. Und dann kriegte ich so 5-mal hin und her gemailt, die tollsten Antworten, gucken Sie in die Statistik, lesen Sie die Bücher und Ding, alles Quatsch. Ja, dann habe ich die einzige Frage gestellt, die Sie mir dann, ich habe sie glaube ich ein bisschen wütend gemacht, ehrlich beantwortet haben. Und die Frage hieß, nehmen wir den theoretischen Fall an, dass Deutschland irgendwann in näherer Zeit ein Außenhandelsdefizit erleidet. Könnten wir dann dieses Defizit mit den akkumulierten Außenhandelsüberschüssen der letzten 40 Jahre verrechnen? Und hier kriegte ich die einzige klare Antwort, und das heißt nein. Das heißt, also sämtliche Außenhandelsüberschüsse der letzten 40 Jahre sind im Finanznirwana verschwunden. Und das ist auch der Grund, warum Deutschland keine Währungsreserven hat. China, Nummer 2 als Exportweltmeister, hat um die 5.000 Milliarden Dollar Währungsreserven. Russland hat seit Putin da ist über 500 Milliarden Dollar Währungsreserven angesammelt. Deutschland hat keine. Praktisch überhaupt keine. Wir haben gerade so einen kleinen Puffer. Wir sind um das, was wir dort erwirtschaftet haben, was auch letztendlich wir mit unseren Steuergeldern erwirtschaftet haben, werden wir Jahr für Jahr betrogen. Ja, das ist weg.
ist weg. Ja. Man könnte das, wie das Gold faktisch auch weg ist. Richtig. Ob das Gold überhaupt noch da ist, weiß kein Mensch. Ja. Weil es ist ja nicht mal erlaubt, dass uns jemand von unserer Regierung dorthin fährt und sagt, ich möchte das Gold mal sehen oder anfassen. Als Martin Hohmann im Bundestag diese Frage gestellt hat, wo denn das deutsche Gold sei, ist das einer seiner Sargnägel gewesen, weswegen ihn Merkel dann letztendlich entsorgt hat. Ja, entsorgen musste, will ich jetzt mal sagen. Entsorgen musste. Das wiederum stellt oder führt natürlich zu der Frage, gibt es einen Handlungsspielraum deutscher Politik oder ist sie wirklich sind Politikdarsteller, wie Andreas Popp das so schön sagt, wie Merkel und Konsorten oder Gauck, der jetzt sich hier als der Oberkriegshetzer geriert und Formulierungen aus einem Strategiepapier eines amerikanischen Thinktanks in der Neugestaltung deutscher Außenpolitik von sich absondert. Sind das wirklich nur Marionetten? Also diese Frage wird ja sehr kontrovers diskutiert. Und ich denke, der einzige Weg, wirklich festzustellen, ob es so ist oder nicht, ist der, den ich jetzt beschritten habe. Letzte Woche habe ich eine Petition gestartet. Diese Petition hat den Titel Verfassung, Friedensverträge, Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. So, und ich denke, der Weg, um diese Frage wirklich zu klären, kann nur darüber führen, dass wir sagen, wir wollen jetzt die Verfassung haben, die uns vor über 25 Jahren versprochen worden ist. Ich meine, mit dieser Wiedervereinigung und dem 2+4-Vertrag, da wurde sehr klar gesagt, dass wir jetzt, ja, vor 25 Jahren, eine Verfassung zur Abstimmung vom gesamten Volk kriegen, so wie es auch der Artikel 146 des Grundgesetzes vorsieht. Das Grundgesetz wird in seinem Präambel ja als Übergangslösung, als Provisorium beschrieben. Und das ist es auch. Ja, also der 146er legt klar, dass es an dem Tag seine Gültigkeit verliert, an dem das freie deutsche Volk in freier Selbstbestimmung sich eine eigene Verfassung gegeben hat, was ja diesen Übergangsstatus nochmal ausdrücklich im 146er unterstreicht. Genau. Ja, dann gibt es noch den 139er, glaube ich, ist das, wo die Amerikaner sich das Recht vorbehalten, das zu verbieten. Hier wird sehr kontrovers darüber diskutiert. Da ist ein Professor von der einen Seite und ein meistens Nicht-Professor von der anderen Seite. Also die Seite, die sagt, wir sind nicht souverän, sind meistens keine Professoren, ist egal. Ist egal. Aber das kann man eigentlich nur klären, indem man sagt, Leute, wir wollen jetzt die Verfassung haben, lass uns das machen. Und dann die ganzen Weiterungen. Erst wenn wir eine Verfassung haben, können wir Friedensverträge schließen, etc. und so weiter. Ich meine, wir haben den Status, dass es in Deutschland exterritoriale Gebiete gibt, die von den Amerikanern beherrscht werden, von denen aus die Amerikaner Krieg führen, von denen aus Drohnen gesteuert werden, mit denen Menschen weltweit ermordet werden. Und diesen Zustand erachte ich als untragbar, genauso untragbar, wie wir den Mund halten und nicht sagen, Amerikaner, macht mal endlich einen rechtsstaatlichen Zustand aus eurem Guantanamo. Und aus verschiedenen anderen Dingen auch noch. Also, da könnten wir jetzt 5 Stunden weitermachen. Ja, ja. Das brauchen wir jetzt nicht. Dieses Thema vor 25 Jahren versprochen, ist die Sichtweise oder ist die Interpretation, dass es in einer Frage auch einen großen kulturellen Unterschied zwischen dem Westen und den Russen gibt, ist diese Interpretation, geht die schief, wenn ich mir überlege, dass für den Russen das gegebene und gesprochene Wort, vor allen Dingen das gegebene Wort, eine ganz andere Bedeutung hat, als eben ein solches Versprechen, vor 25 Jahren, wir kriegen eine eigene Verfassung, die wahrscheinlich in dem Moment, wo der Typ, der das versprochen hat, den Mund zugeklappt hat, schon klar war, dass es gelogen war oder nichts wert war. Ja. Ist das der Grund, warum Gorbatschow bei der Zusicherung des Westens einfach geglaubt hat, gesagt, da brauche ich keinen Vertrag für, und jetzt belogen und betrogen die NATO immer weiter rübergeschoben wird? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich meine,
ich bin ja ein halber Russe. Das heißt also, ich habe eine halbe deutsche Seele und eine halbe russische Seele. Ja. Und ich kenne sozusagen aus eigener Erfahrung die Konflikte, die dadurch entstehen können. Ich liebe meine deutsche Seele und ich liebe meine russische Seele. Sie geben mir beide sehr viel. Ja. Und es ist so, dass der Begriff Freundschaft bei der russischen Seele eine ganz tiefe Bedeutung hat. Und auch wenn ein Freund einem anderen etwas verspricht, dann wird das eingehalten, unter allen Umständen. Da kann man sich drauf verlassen. Und die Geschichte hat es ja auch gezeigt, auch während der Zeit der Sowjetunion. Die Sowjetunion hat alle ihre Verträge peinlichst genau eingehalten. Da gab es nie Beschwerden. Und auch bis heute, wir sehen das ja, schauen wir doch mal an, was Russland mit der Ukraine macht. Russland hat zig Milliarden an Krediten an die Ukraine gegeben, an Privatunternehmen, an den Staat selbst, die Gaslieferungen, was sie nicht alles tun. Sie halten alle Verträge ein, obwohl die Frau Timoschenko sagt, sie würde den Putin am liebsten mit der Kalaschnikow erschießen. Und trotzdem ist Russland restlos vertragstreu. Auch unter den erschwerten Bedingungen, dass dadurch, dass die ihren russischen Banken einigen, der Zugang zu den Kapitalmärkten verwehrt ist und sie dadurch höchste Schwierigkeiten haben, die Kredite, die sie in der Ukraine liegen haben, weiterhin nicht zurückzufordern. Also sie könnten ja auch sagen jetzt, wir kriegen kein Geld mehr vom westlichen Kapitalmarkt, deswegen müssen wir euch jetzt die Kohlen hier abziehen. Das tun sie nicht. Sie lassen das Geld da drin, weil sie sagen, nein, wir wollen ja, dass die Ukraine endlich mal auf die Beine kommt. Wir lassen euch diese Kredite. Sie könnten das ja auch sofort kündigen. Und sie tun es nicht, weil es Verträge sind. Und Verträge sind einzuhalten. Eine ganz andere Kultur. Ich meine, vor dem Hintergrund kann man sich, greife nochmal Gorbatschow auf, die unglaubliche Enttäuschung und auch wahrscheinlich die Fassungslosigkeit bei ihm vorstellen und vermuten, als er gemerkt hat, wie sein angeblich Freund Helmut Kohl das gesamte deutsche Volk belogen hat in Fragen der Rückgabe der SPZ-Enteignungsthematik, also der Geschichten zwischen der vor der Gründung der DDR und noch zur Zeit der sowjetischen Besatzungszone, und ihn Gorbatschow auch noch als Instrument genutzt hat und gesagt hat, er habe behauptet, die Wiedervereinigung gäbe es nur, wenn diese sowjetischen Enteignungen nicht angerührt werden würden. Was eine Lüge war, was man inzwischen weiß. Ja, es gab mehr Lügen da. Ja, ja, gut, das klar. Aber das muss von Russen doch ein Schlag sein, wo er sagt, das kann er gar nicht wahr. Der ist ein angeblicher Freund, ist natürlich ein Lügner. Ja, natürlich. Aber der Gorbatschow war ja zu dieser Zeit, wo diese Lüge dann praktisch aktiv geworden ist, da hatte der ja nichts mehr zu sagen. Ist schon klar. Das konnte man also lässig machen. Da war er wertlos als Politiker. Aber das ist eben eine ganz andere Kultur, mit so jemandem so umzuspringen, als was du jetzt gerade sagst, für den Russen eben das gegebene Wort etwas ist, was eine Bedeutung hat. Denn der Gorbatschow hatte ja ganz andere Pläne. Er wollte diesen Kommunismus auflösen, das ist klar, aber er hatte nicht vor, dieses turbokapitalistische System des Westens zu übernehmen. Das ist eben dann mit Jelzin passiert. Ja, ja. Und ich meine, wir wissen, in welchem Zustand größtenteils Jelzin regiert hat. Man musste ihn nicht fragen, was er geraucht hat. Man weiß, was er getrunken hat. Ja. Letztendlich war die Tochter ja auch diejenige, die dann ganz entscheidend die Weichen mitgestellt hat. Ja, und die 28 westlichen Berater, die er gehabt hat, die ihm geholfen haben, die Nationalökonomie zu verschleudern und gleichzeitig dafür gesorgt haben, dass diese Oligarchen zu ihrem Geld gekommen sind. Also der Gorbatschow hatte da was ganz anderes vor und dementsprechend ist das ja auch teilweise aus dem Ruder gelaufen. Also es war katastrophal. Ich habe ja Verwandte noch in Russland und ich weiß, aus dieser Zeit hatte ich immer wieder Anfragen, kannst du nicht dafür sorgen, dass wir hier rüberkommen können? Wir würden auch auf dem Bau arbeiten. Diplomphysiker. Die würden auch auf dem Bau arbeiten. Hauptsache, wir kommen raus aus dieser Armut, aus diesem perspektivlosen Sumpf. Und seit dem Jahr 2000, seit Putin das Ganze gedreht hat, höre ich nichts mehr in dieser Art. Ja. Denen geht es wieder gut. Die haben Arbeit, die haben ein Auskommen, die haben, das ist Mittelstand. Putin hat einen Mittelstand geschaffen. Genau das, was bei uns in Deutschland
bekämpft wird. Also wenn man anschaut, was bei uns in Deutschland mit dem Mittelstand gemacht wird, das ist eine Katastrophe. Mit 1000 Statistikvorschriften und sonst was werden die Firmen gequält. Die müssen Leute einstellen, die sie überhaupt nicht brauchen, nur um irgendwelche EU- oder Bundesvorschriften zu erfüllen, damit sie nicht vor den Kadi kommen, weil sie irgendeine Statistik nicht erfüllt haben. Dasselbe Problem, was wir jetzt mit dem Mindestlohn haben, ne? Was da diskutiert wird. Also es ist sicherlich klar, dass das deutlich wird, dass in vielen Bereichen, und man könnte jetzt noch das Fass aufmachen und sagen, die Bedeutung und den Stellenwert, den in Russland beispielsweise das Thema Familie hat, dass dort viel mehr die westlichen Werte oder die Werte der Freiheit und die Menschenwerte des Menschen verteidigt und hochgehalten werden, als das in den Regime, ob das jetzt Washington ist oder Brüssel, der Fall ist. Auch das geht ja immer mehr in einen Totalitarismus rein, wo man sagen kann, also wo das noch endet, da hat Putin schon recht zu sagen, bitte nicht mit uns, das wollen wir nicht haben. Nee, das wollen wir nicht haben. Und ich würde das vielleicht so ausdrücken, die Werte der Menschlichkeit. Menschlichkeit, ja. Hm? Ja. Weil diese ganzen Werte, die sind ja, werden ja bei uns inflationär gebraucht. Die Leute wissen doch überhaupt nicht mehr, wovon sie reden. Freiheit, was heißt denn Freiheit? Wir haben die Freiheit zu wählen, ob wir bei Pimki oder C&A einkaufen. Aber was haben wir denn sonst für echte Freiheiten? Jemand, der Hartz IV bezieht, welche Freiheiten hat denn der? Da braucht man doch überhaupt nicht drüber reden. Und wenn wir die Journalisten nehmen, die haben auch keine Freiheit. Das geht mal los. Kleines Beispiel an der Stelle. Ja, letztlich bei Günther Jauch, da wurde ja über diese unsägliche Sendung da, wo gesagt wurde, ja, das russische Fernsehen ist ja ganz kontrolliert und die dürfen gar nicht und so weiter. Ich sage es jetzt nicht, von wegen, das kann ja sein. Ich stelle dem nur mal eines entgegen. Der Springer-Konzern, der hat eine Betriebsverfassung. Und in dieser Betriebsverfassung, da gibt es ganz klare 5 Punkte, die jeder, der einen Arbeitsvertrag bei Springer unterschreibt, einhalten muss. Einer der Punkte davon ist, dass er niemals etwas schreiben oder veröffentlichen darf, was das deutsch-amerikanische, das transatlantische Verhältnis beschädigen könnte. Das andere ist, dass er niemals was schreiben darf, was gegen Israel gerichtet ist. So, und jetzt ist es so, also wir haben hier ganz, das sind noch 3 Punkte, die sind ähnlich wunderbar. Ne? Das heißt also, wir haben hier in Deutschland einen ganz klaren Zustand, dass jeder Journalist und Mitarbeiter, der bei Springer arbeitet, unterschreibt einen Vertrag, dass er nicht das schreiben darf, was er will. Ja, vor allen Dingen. Und jetzt, aber jetzt kommt der Witz. Ja, ja. Bei keinem russischen Sender, Zeitung oder sonst was gibt es irgendetwas derartiges, irgendeine derartige Vertrag, den man unterschreiben muss, bevor man dort arbeiten anfängt. Und dann stellen wir uns hin und sagen, in Russland darf man nicht schreiben, was man will. Ja. Also das ist genau das, was andauernd gemacht wird. Das, was man selber tut im Westen, wirft man mal präventiv Russland vor, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Das ist dasselbe wie mit dem Ding, Russland der Aggressor. Ja. Es ist einfach nicht wahr. Die Aggression ging eindeutig von Kiew aus. Und man muss sich über einen Punkt bei dem Thema auch völlig im Klaren sein. Wenn ich als Journalist wirklich unabhängig, du hast das Thema MH17 angesprochen oder die andere malaysische Maschine, wo nur gelogen und nur verschleiert wird, wo gar nichts klar ist, wenn ich dort anfange, journalistisch zu recherchieren und zu arbeiten, diese Dinge mal etwas aufarbeite, dann kommt in der Regel das Gegenteil von dem raus, was die westlichen Medien produzieren. Es kommt nicht immer automatisch das raus, was die russischen, auch die sind sicherlich Partei, aber ich finde in Russia Today wesentlich mehr Wahrheit als in ARD, ZDF und dem ganzen Rest oder CNN oder was auch immer zusammen. Das ist auch eine Sache, wo man sagen muss, wer hat eigentlich hier den unabhängigeren und den freieren, den kritischeren, den ergebnisoffeneren Journalismus? Und dieser Vergleich sieht nicht gut aus für den Westen. Ja, das würde ich jetzt auch so stehen lassen. Ich meine, jeder Journalismus ist immer ein Tendenzbetrieb. Das heißt also, wenn man zu einer bestimmten Zeitung geht, dann weiß man, die hat eine bestimmte Tendenz.
Und man wird sich als Journalist natürlich dorthin begeben, wo diese Tendenz einem entspricht. Das findet im Westen statt, das findet in Russland statt, zweifellos. Dann wird immer gesagt, die russische Medien sind vom Staat finanziert, etc. Russia Today ist vom Staat finanziert. Ja, Entschuldigung, von wem ist denn eigentlich ARD, ZDF, die ganzen dritten Programme, ja, von wem sind die denn finanziert? Ja. Nicht zufällig vom Staat. GEZ, ja. Eben. Aber das ist eine Zwangsabgabe. Also ich sehe hier keinen Unterschied. Wobei, aber das ist wieder nochmal ein historisches Thema, ich dir in einem Punkt widersprechen würde. Journalismus, wenn ich mir den Journalismus im Kaiserreich ansehe, wie dort in einer Monarchie mit den Regierenden, mit Wilhelm II., mit Bismarck umgegangen wurde, in einer von dem konservativen oder linken Journalismus, sozialdemokratischen Journalismus, den es in der Zeit gegeben hat. Das war etwas, das war einerseits Mut vor Herrscherdrohnen, erstens, und zweitens ein sehr viel unabhängiger und sehr viel freier Journalismus, der alles andere als von der Monarchie von oben gedeckelt und zensiert wurde. Das ist eine Form der Presse gewesen, der den Begriff freie Presse wirklich noch verdient hat. Das war in der Kaiserzeit. Hier kommen wir an einen total spannenden Punkt. Also der Präsident Wilson, der ja den Eintritt der USA, also die Kriegserklärung der USA gegen Deutschland 1917 durchgedrückt hat. Gegen den Willen des amerikanischen Volkes, muss man hier ganz klar sagen, weil das amerikanische Volk war damals zu 50% ungefähr deutschstämmig. Also sehr deutschfreundlich und gar nicht englischfreundlich. Ich meine, das war ja früher die Kolonialmacht gewesen. Ja. So. Aber um das zu begründen, hat er damals schon diesen völlig verblödeten Satz gesagt, die Welt muss sicherer gemacht werden für die Demokratie. So, der Zustand war aber, dass die Demokratie im Kaiserreich wesentlich weiter fortgeschritten war als in den USA und in England und sonst wo. Die Länder, die gesagt haben, Deutschland muss weg, weil es ist nicht demokratisch. Es ist so, zum Beispiel hatten Juden in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg völliges Wahlrecht. Das hatten sie in den USA nicht. Zum Beispiel das Wahlrecht der Neger in Amerika. Ja. 60er Jahre reden wir davon. Ne? Und bis Kennedy mussten in den USA die Neger hinten im Bus fahren. Ne? Übrigens dieser Martin Luther King, eine Spätfolge des Zweiten Weltkriegs, weil die schwarzen Soldaten, die nach Deutschland gekommen sind, die haben plötzlich gesehen, ach, dieses Land haben wir bekämpft, das ist ja viel freier als unseres. Wir werden hier in Deutschland aufgenommen als Menschen. Wir dürfen hier uns bewegen, wo wir wollen. Wir müssen nicht den hinteren Teil des Busses benutzen, etc. Das hat erst dazu geführt, dass diese Black Power in Amerika überhaupt groß geworden ist. Also ein Rückschlageffekt. Mit dem die gar nicht gerechnet haben. Nee, damit haben die nicht gerechnet. Ja. Peter, Fazit, wenn wir einfach so diese letztendlich uns in der Großwetterlage der unterschiedlichen Systeme und vor allen Dingen jetzt als jemand, der sich mit der deutschen Politik befasst, kann man nur sagen, die Abhängigkeit und die Orientierung, die Westorientierung deutscher Politik seit 1949 mit all dem, was dann im Detail gelaufen ist, bis zum heutigen Tag, ist keine großartige Bilanz. Die jetzige immer stärkere Beteiligung, das immer stärkere Involviertsein in einem Krieg nach dem anderen macht die noch schlechter, während auf der anderen Seite die Potenzialität und die Möglichkeiten, ich sag das mal, eines deutsch-russischen Dreamteams stünden. Ja, also ich meine, betrachten wir doch mal ganz realistisch, wer sind unsere Freunde oder nicht? Also 1917 haben uns die Amerikaner den Krieg erklärt. Im Zweiten Weltkrieg ist es so, dass es dargestellt wird, dass Deutschland Amerika den Krieg erklärt hat, was juristisch gesehen richtig ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die USA, der Präsident Roosevelt, bereits im Sommer 1941 die Anweisung gegeben hat an seine Marine, auf jedes deutsche Schiff, das sie sehen, zu schießen.
ohne Kriegserklärung. Zeitgleich haben sie nebenbei Island besetzt und Grönland, die Amerikaner. Ne? Also alles völkerrechtswidrig, wunderbar. Pearl Harbor getrickst. Richtig. Wissen so, wir auch. Dann haben sie uns also befreit. Und nach dieser Befreiung, nach dem 8. Mai 1945 bis zum Jahr 1949, sind unter der Oberaufsicht der Alliierten, vor allem der USA, mindestens nachweisbar 13,4 Millionen Deutsche umgekommen. Davon etwa 2 Millionen in Gefangenschaft auf den Rheinwesen, also deutsche Soldaten etc. So, so viel zu unseren Freunden, die uns befreit haben. Wie sieht's heute aus? Wir werden ausgebeutet von den USA. Die Amerikaner liefern uns faule Kredite, bezahlen ihre Schulden gar nicht. Und wenn, ja, mit frisch gedrucktem Papier. Ne? Und jetzt gucken wir uns auf der anderen Seite Russland an. Russland liefert uns das, was wir brauchen, nämlich Energie. Gleichzeitig ist Russland für uns ein nahezu unendlicher Markt im Moment. Also da können wir hinliefern noch auf Jahrzehnte. Diese Zusammenarbeit mit Russland ist äußerst fruchtbar. Betrachten wir auf der anderen Seite, fällt dir mal auf Anhieb irgendetwas ein, was wir wirklich aus USA beziehen müssten, was wir unbedingt brauchen, außer Chlorhühnchen? Oder gentechnisch veränderten Äpfeln? Ja, oder solches Zeug. Toxische Coca-Cola? Ja, zum Beispiel. Und kommen wir jetzt nicht mit irgendwelchen Computern. Weil nein. Es gibt keine amerikanischen Computer. Das iPhone wird in Taiwan gebaut, etc., etc., etc. Und alles, was man aufschraubt, was Elektronik ist, wo dann eventuell noch Made in USA draufsteht, das schraubt man einmal auf und dann sieht man, dass kein einziger Chip ist, der in den USA hergestellt worden ist. Also meines Erachtens gibt es überhaupt nichts, was wir brauchen, was die Amerikaner uns liefern könnten. Das unter dem Strich aber für mich auch noch ganz Entscheidende ist, dass es eine ganz andere, ich sag mal auch menschliche, auch von Sympathie und Liebe getragene Verbindung zwischen dem deutschen und russischen Volk gibt, während es wundervolle Amerikaner gibt, aber die zumindest politische Administration ist bis zum heutigen Tag, egal wie die politisch, ob republikanisch oder demokratisch, ja, ich sag mal, mit Sicherheit nicht als deutschfreundlich zu bezeichnen. Ja, also wenn wir auf die menschliche Ebene gehen, dann haben wir mit Amerikanern überhaupt kein Problem, ganz im Gegenteil. Mit den normalen Amerikanern, ja, das ist völlig klar. Auf der menschlichen Ebene. Allerdings sehe ich das schon so, dass zwischen Deutschen und Russen eine ungeheure Synergien entstehen. Also die Russen sagen über die Deutschen, sie sind pünktlich, sie sind genau, sie sind erfindungsreich etc. Die Russen dagegen, die sind auch sehr erfindungsreich, aber sie sind mehr in der Lage, spontan zu improvisieren. Und diese Ergänzung, die daraus kommt. Und dann kommt natürlich, die Russen können einfach besser feiern wie wir. Und wenn man das Ganze jetzt zusammensteckt, dann kommt da einfach was Geniales bei raus. Ja. Ich selbst bin ja auch das Produkt deutsch-russischer Freundschaft. Ja, ist zu wenig gesagt, es war die große Liebe meiner Mutter und meines Vaters. Sie hat leider nicht bis zum Lebensende gehalten, aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist, dass ich sehe ja diese zwei verschiedenen Seelen und ich liebe beide Hälften. Ja. Und es ist wunderbar. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich glaube, es war gut, auch mit dieser Emotionalität und mit einer ungeheuren Spontanität, wie wir dieses Gespräch von hier nach da und gesprungen sind, was mir unendlich viel Spaß gemacht hat, einfach mal deutlich zu machen, dass es hier eine Perspektive gibt, einer Zusammenarbeit zwischen zwei Völkern, die im Übrigen für die gesamte Welt und für den Frieden von großer, großer Bedeutung wäre, während die anderen uns immer nur in den nächsten Konflikt und den nächsten Krieg treiben. Herzlichen Dank. Ein Wort darf ich noch sagen, bitte. Es war Putin, der schon vor 10 Jahren gesagt hat, er wünscht sich freundschaftlich friedlichen Handel von Lissabon bis Vladivostok. Ja. Und die Frage, die wir uns alle wirklich stellen müssen, warum wollen wir ihm nicht glauben? Wo hat uns Russland belogen? Im Gegensatz zu dem, wo wir nun wirklich, da können wir 5 Stunden drüber reden, wie oft die USA die Welt belogen hat. Warum glauben wir irgendetwas noch, was die USA sagen und sagen gleichzeitig, ja,
diese kriminaltechnische Untersuchung von Nemzow, die ist sicher gelogen. Das ist sicher nicht wahr. Warum glauben wir nicht jemandem, der uns noch nicht belogen hat, anstatt jemandem, der uns andauernd und fortlaufend belügt seit Jahrzehnten? Ein wundervolles Schlusswort, dem wirklich nichts hinzuzufügen ist. Liebe Zuschauer, wir blenden zwei Internetadressen ein, underweltonline.com und underweltverlag.com. Und ich will natürlich auf ein sehr bemerkenswertes Buch hinweisen. England, die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert, die perfide Strategie des British Empire. Wir haben das ein oder andere aus diesem Thema heute angesprochen. Und insofern lohnt es sich, dieses Buch als eine Gesamtübersicht einmal sich zu Gemüte zu führen, weil dort eben die gesamte Entwicklung vom Kaiserreich über die beiden Weltkriege bis zum heutigen Tag in einer eben nicht, wie sie in den Schulbüchern stehenden Art und Weise dargestellt wird, sondern wie sie nicht nur auch dargestellt wird, sondern wie sie aus meiner Sicht als Historiker sehr viel zutreffender dargestellt wird, als das, was wir in den Schulbüchern zu Gemüte uns führen müssen oder unsere Kinder damit quälen. Liebe Zuschauer, wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.